Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum Montagsvideo. Freunde, ich muss euch sagen, ich bin todunglücklich mit diesem Video. Also alles ging diesmal schief. Na klar, es war eigentlich nur ein Wochenendausflug, aber trotzdem hatten wir ja einen Plan. Ne? Und dieser Plan ging gründlich schief. Ob Regen, Schnee, Eisregen, Kälte, also Frost in der Nacht, Tommy, keine Lust, Akku vom Telefon leer, da wo es entscheidend ist, Akku von Van leer, ne? Die Aufbaubatterie war leer, wir mussten den Stellplatz wechseln. Ja, all das seht ihr in dem Video. Ob es euch gefällt, müsst ihr selber entscheiden. Auf jeden Fall habe ich für euch diesmal den Ton weggelassen, also die Musik. Und ihr könnt ja selber entscheiden, ob euch das so besser gefällt. Schreibt es mir auf jeden Fall. Also, bleibt dran. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich zeige euch mal, was ich hier entwickelt habe. Und zwar den günstigsten Toaster im Wohnmobil. Ihr kennt das Ding sicherlich. Sowas steht meistens in der Mikrowelle. Und ich hab's mal... Tommy, Ruhe jetzt, ich mache ein Video. Ich hab's als Toaster umfunktioniert. Passt wunderbar auf unseren Gasherd. Toastscheibe drauf. Und los geht's. Ich bin begeistert. Die Flamme nicht ganz so heiß. Ich drehe dann gleich mal runter. Aber ansonsten toller, einfacher Toaster. Dazu noch ein toller Kaffee bei dem wunderschönen Wetter. Da kann der Tag starten. Genau, Tommy. Hier nochmal einen lieben Gruß an unseren Freund Ronny und an die Janine. Die haben uns letzte Woche ein Tuch gegeben. Hier. Also nicht nur meine Frau ist überglücklich, also ich mag's auch. Recht herzlichen Dank. Super Ding. Ja, nochmal einen herzlichen guten Morgen, liebe Freunde. Ihr seht, Tommy ist schon ordentlich unterwegs. Der rennt seine Strecke ab. Ja, wir haben heute Nacht hier wunderbar geschlafen. Wir stehen in der Nähe vom Zuhause. Wir mussten halt bloß raus mit Tommy. Das ist besser so. Ihr wisst warum. Und jetzt nach dem Frühstück werden wir jetzt mal so ein bisschen spazieren gehen. Und wir nehmen euch mit. Wer bringt denn da wieder Pampers weg? Guten Morgen, Tommy. Deine Freunde wollen dir auch guten Morgen sagen. Gut. Also Freunde, das war Guten Morgen vom Tommy. Wir haben eigentlich heute Morgen mit Regen gerechnet. Aber das Wetter, ihr seht, ist traumhaft schön. Und wir freuen uns auf diesen schönen Waldspaziergang. Ja, Freunde. Aus unserem Spaziergang wird erstmal nichts. Es regnet in Strömen. Aber ich glaube, Tommy hat sowieso keine Lust.
Aber heute Nachmittag soll es aufhören mit Regnen. Na gut, wir wollen jetzt sowieso noch mal einkaufen. Vielleicht gehen wir auch auf einen anderen Stellplatz, weil wir brauchen jetzt ohne Solar. Und der Solar würde jetzt sowieso nichts bringen bei dem Wetter. Brauchen wir Strom? Aber ihr werdet ja noch sehen, wie es weitergeht. Was wir machen. Aber nicht schlimm. Jetzt hat er mir das Telefon aus der Hand geschlagen. Okay, wir hören uns später, Freunde, ne? Ja, Freunde, der Regen hat nachgelassen. Aber wir müssen jetzt trotzdem erstmal den Platz verlassen. Wir haben nämlich nur noch 10,5 Volt, was deutlich unter dem 50% sind bei so einer Gel-Batterie. Und müssen uns auf den Stellplatz stellen, wo wir Strom kriegen. Hier vorne haben wir bei der Starterbatterie 12,5. Das ist super. Aber die ist ja auch getrennt vom System hier hinten. Ja, das sind so die Problemchen, wenn man keinen Solar hat und freistehen möchte. Deswegen müssen wir jetzt reagieren. Jetzt werden wir mal noch aufwaschen, zusammenpacken und dann fahren wir auf einen Stellplatz mit Strom. Da stecken wir einen Euro rein und dann geht das seinen Gang. So, wie sieht es hier drin aus? Ja, Tommy, bist du bereit? Na, der sieht noch müde aus. Aber es war wirklich ein wunderschöner Morgen. Wir haben hier hinten durch die Scheibe geguckt, wo es geregnet hat. Und es war super. Also egal was für ein Wetter. Vanlife kann immer schön sein. Man muss es sich bloß schön machen. Okay, wir gehen mal noch einkaufen und dann sehen wir uns wieder auf dem Stromplatz. Also Freunde, dieser Platz bei schönem Wetter, nee, bei jedem Wetter, aber mit vollem Akku oder einer Solarzelle ist super schön. So. Jetzt muss man aufpassen, dass wir einen Tommy wieder nicht hier verlieren. Da ist schon mal abgestürzt hier hinten. Seitdem passen wir halt mehr auf. Ich verstau mal noch meinen Stuhl und dann geht's los hier. Ja, Freunde, es geht los jetzt erstmal Richtung Stellplatz mit Strom. Ja, Freunde, wir sind jetzt auf unserem Stromstellplatz. Ihr seht, ich habe uns schon verbunden. Die Lampe brennt rot. Kabel ist hier unten geschützt. Und hier ist der Stromkasten. Dann wollen wir jetzt noch schnell einkaufen. Alles, was wir so brauchen für einen bei dem Wetter erstmal, ich würde sagen, Fernsehnachmittag. Da sehen wir einen schönen Trickfilm finden für einen Tommy. Wir haben ja Modem, somit immer ausreichend Internet. Na, schauen wir mal. Also wenn sich das Wetter noch zum Besseren entwickelt, geht es heute noch nach Herrenhut und wir zeigen euch mal,
die Geburtsstätte des Herrnhuter Sterns. Haben auch ein ganz tolles Schloss hier vorne. Ja, Freunde, sehr, sehr windig jetzt nach dem Regen. Das bleibt auch so. Und es kommt immer mal wieder ein Schauer. Aber trotzdem, Tommy hat eine Regenhose jetzt an, Gummistiefel. Da kann gar nichts passieren. Erkunden wir mal die Gegend.
Also nur 100 Meter vom Auto entfernt hätte man eine schöne Regenalternative zum Sitzen. Und da sind auch schöne Wanderwege. Jetzt habe ich sitzen gesagt, jetzt sitzt doch sein. Jäger. Dann müssen wir gehen aber weiter, komm. Das halt hier. Komm, dann. Ich bin der Weg gehe. Ja, das klingt gut. Und was wir hier entdeckt haben, ist schon mal ein Freibad. Ein Waldfreibad. Macht ja bald auf, ne? Ratzi fatz haben wir Mai. Und dann sind die Freibäder wieder geöffnet. So, probieren wir doch gleich mal im Gümpel beim Laufen. Ohne dass ich jetzt die spezielle Gimbal-Pose anwende und so ganz komisch laufe, laufe ich ganz normal weiter, wie ich immer gehe. Muss halt auch so funktionieren. Ich mache hier keinen Akt draus. Und der Boden ist jetzt nicht gerade eben. Aber mal sehen, wie das Ergebnis wird. Uiuiui, jetzt haben wir aber mal richtig große Stöcke. Na Beppe, was hast du denn vor? Zu groß. Jepa. Ja, Freunde, ist gar nicht schlecht bei dem Wetter hier spazieren zu gehen. Also haben wir uns schlechter vorgestellt, aber jetzt kommt auch teilweise die Sonne raus. Ja, also prima, ne? Wir finden es gut. Anna vorne rechts.
Da kommt in 400 Metern eine Quelle. Und mein Akku vom Telefon ist alle. Oh. Ich unterbreche jetzt mal und schalte bei der Quelle wieder ein. Wir müssen ein bisschen Akku sparen, damit ihr die Quelle noch seht. Freunde, mit 5% haben wir die Quelle noch erreicht. Comenius-Quelle. Im Sommer 2007 wurde diese Quelle im Projektunterricht zur Umweltbildung von Werkstufenschülern freigelegt. Aha. Die Wasserergiebigkeit der Quelle beträgt 1 bis 2 Liter pro Minute. Nicht schlecht. Oh. Also haben Schüler freigelegt, entdeckt. Ah, und hier ist ein kleiner Schnippus. Ich würde mal sagen, da nehme ich doch gleich mal einen Schluck. Noch jemand einen Schluck? Nee. Die sind alle nicht so interessiert. Ich find's toll. Guten Morgen, Freunde, wir haben Sonntag und habt ihr schon mal die tolle Tasse gesehen? Aber ich glaube, ich habe sie euch schon mal gezeigt, ne? Das ist Annas Tasse von der Ostsee. Die schlafen alle noch, deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen leiser. Ne? Tommy war nämlich die halbe Nacht wach und jetzt ist Anna im Tiefschlaf. Wollen wir doch mal schauen, ob Tommy schon wach ist. Nee. Freunde, so wie das aussieht, wird das ein kurzes Video diesmal montags. Aber nicht, weil uns die Lust fehlt, sondern weil einfach das Wetter absolut grottig ist. Also es ist gefühlte, es sind 3 Grad draußen. Es kommt hier immer so Schneeregen, Wind, ungemütlich. Ja, dementsprechend haben wir natürlich auch so einen Modus. Ich zeige euch mal Tommy. Tommy hat jetzt, es ist Mittag, genau diesen Modus. Ne? Und die Wetter-App sagt jetzt nichts anderes. Wir haben das Bett auch offen gelassen, haben die Heizung schön mauschlich warm. Wir verfolgen das alles so hinten aus dem Fenster raus, aber dass wir heute jetzt hier noch Herrnhut angucken, denken wir nicht. Ne? Wir sind auch mal ganz froh, wenn Tommy so einen Modus hat. Ja, deswegen sagen wir euch jetzt Tschüss. Wir hoffen, das Video hat euch trotzdem gefallen. War halt ein ganz normaler Wochenendausflug. Und nächste Woche wird es länger, weil dann haben wir nämlich was Großes vor. Ne? Da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Da müssen wir auch richtig weit fahren. Ne, Anna? Ja. Ja. Ja, ja. Gut, Freunde, dann macht's gut. Bis nächste Woche. Nee, Freitag gibt's wieder so ein Gesprächsvideo.